Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video die Spieler-View aufgebaut und dabei auch diskutiert, wie das Model-View-View-Model-Pattern eigentlich umgesetzt werden kann. Und wir haben eben zur Spieler-View auch ein Spieler-View-Model definiert, mehr oder weniger über ein Interface. Und dieses Interface hatten wir da schon in einer Beispieldatenklasse implementiert, die eben Spieler-View-Model-Sample-Data heißt. Und eine Instanz dieser Klasse haben wir dann tatsächlich in der Spieler-View eingesetzt, und zwar hier über den Design-Data-Context, damit wir sozusagen im Visual Studio Designer uns anschauen können, ob wir die Bindings zu entsprechenden Eigenschaften auf dem View-Model richtig gesetzt haben. Und man konnte dann hier beispielsweise auch mal Ist an der Reihe auf False setzen, um zu sehen, dass dann der Rahmen für einen Spieler, wenn er eben nicht an der Reihe ist, transparent wird oder nicht. Genau. Und was wir jetzt machen möchten, ist natürlich das tatsächliche View-Model, das wir hier haben, implementieren. Und bei diesem müssen wir eben, wenn wir dieses Model-View-View-Model-Pattern anwenden, auch noch einiges beachten. Okay, das heißt, ich mache jetzt tatsächlich das Spieler-View-Model. Und wir müssen natürlich dieses Interface, was ich hier genannt habe, wieder implementieren. Ein Spieler-View-Model. Das gibt uns ja im Prinzip vor, welche API wir anbieten müssen, damit die View sich richtig an uns binden kann. Und ich mache das eben gerne, dass ich das über ein Interface festzurre, und wenn ich das Interface ändere, müsste ich dann natürlich auch die Bindings in der View ändern und so weiter. Aber solange ich hier eben dieses Interface implementiere, gehe ich sicher, dass ich mich an den Contract zwischen Spieler-View und Spieler-View-Model halte. Okay, und hier möchte ich natürlich einen Spieler kapseln, also ein Spielerobjekt kapseln. Und deswegen erstelle ich mir diesen Spieler hier jetzt auch nicht selbst, sondern ich lasse ihn mir wie üblich über Dependency Injection geben. Das heißt, ich habe hier im Spieler-View-Model eine Abhängigkeit zu einem Spieler, und den lasse ich mir jetzt hier geben. So, und dann gibt es eben hier noch eine Ist-an-der-Reihe-Methode, was wir jetzt noch nicht direkt in den Core mit reingebracht haben. Man kann sich überlegen, ob dort ebenfalls ein Ist-an-der-Reihe notwendig ist. Aber das würde dann einfach bloß dazu führen, dass wir ein Refactoring durchführen und dann, was weiß ich, diese Funktionalität des ist der Spieler an einer Reihe oder nicht mit in den Core hochziehen, und dann würde vielleicht dieses View-Model hinfällig machen. Aber ich lasse es jetzt erstmal im View-Model, weil ich ehrlich gesagt den Core mit dem ganz zufrieden bin, so wie er ist. Und im prozeduralen Code, wenn wir dann das Spiel ablaufen lassen, da ist dann eben auch, je nach Client, den man schreibt, vielleicht etwas anderer Code notwendig. Deswegen lasse ich den jetzt auch hier in den jeweiligen Clients. Ich habe ja schon mal erwähnt, man kann sich auch überlegen, dass man beispielsweise eine Web-Application schreibt, die auf diesem Code hier funktioniert. Und man könnte das dann über den Browser spielen, und jedes Mal, wenn ein Spieler eine Aktion macht, dann wird eben ein entsprechender Server aufgerufen. Nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt hier eben ist an der Reihe auch mit, das würde ich als Feld betrachten. Das heißt, ich werde mir hier ebenfalls mal so einen ein Feld dazu anlegen, zu dieser Eigenschaft, das ich hier dann eben auch zurückgebe. Und bei View-Models muss man eines beachten, nämlich müssen die das sogenannte Observer-Pattern mit implementieren. Und was ist ein Observer? Ich habe dazu ein anderes Video, das können Sie sich anschauen. Aber prinzipiell muss der Observierte, der quasi von einem Data-Binding als Quelle angesprochen wird, hier ein Benachrichtigungsmuster implementieren. Und zwar jedes Mal, wenn ist an der Reihe sozusagen verändert wird,
dann sollte man eine Nachricht auslösen, dass sich etwas an unserem ViewModel geändert hat. Und das macht man, indem man das iNotifyPropertyChanged Interface implementiert, das in .NET schon vorhanden ist. Ja, was wir hier brauchen, ist letztendlich bloß ein Event, der vom Typ eines Property Changed Event Handler ist, und das ist wiederum ein Delegate, der diese Signatur hat. Wir müssen hier den Sender angeben, wer sich denn hier verändert hat, und dann müssen wir als zweiten Parameter sogenannte Property Changed Event Args angeben, und hier ist einfach bloß festgehalten, welche Eigenschaft sich denn jetzt tatsächlich geändert hat. Also wir haben hier die Angabe des Property Names, und genau das ist das Einzige, was man in diesen Event-Arguments mitgeben muss. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht. Hier habe ich eine Methode, die mache ich nicht Protected Virtual, sondern Private, und die heißt eben onPropertyChanged. Und der Punkt ist natürlich, dass es seit, ich glaube, .NET 4.5 gibt es ein Attribut, das heißt CallumMemberName. Es könnte auch erst seit 4.5, nee doch, es ist seit 4.5 drin. Jetzt erinnere ich mich wieder. Und der Vorteil ist, dass dieser Parameter PropertyName automatisch gesetzt werden kann, wenn wir eben ihn innerhalb einer Set- oder Get-Methode aufrufen, die zu einer gewissen Eigenschaft gehört. Also prinzipiell müssen wir sozusagen hier den onPropertyChanged aufrufen und hier jetzt angeben, dass die ist an der Reihe Eigenschaft sich verändert hat. Das sorgt nämlich dafür, dass wir hier in diese Methode reinkommen, und hier wird dann eben der entsprechende Handler ausgelöst. Wir müssen das aber gar nicht mehr machen. Wir können das auch einfach weglassen. Warum? Weil hier einfach dieses CallerMemberName-Attribut auf diesem Parameter gesetzt ist, und das heißt, da wir diese Methode im Setter der Eigenschaft ist an der Reihe aufgerufen wird, ist es dasselbe, wie wenn wir jetzt hier diesen String mit als Parameter angeben würden. Wichtig ist aber eben, dass wir dieses onPropertyChanged aufrufen, und damit wir das nicht sinnlos aufrufen, dann machen wir das bloß if ist an Reihe gleich value. Und dann machen wir nichts. Dann machen wir einen Return. Und ansonsten ändern wir den Wert dieses Feldes ab und sagen, wir haben uns geändert. Binding, kannst du bitte den Brush, den wir hier außenrum haben, aktualisieren, der zur Border gehört, damit sozusagen man sieht, dass ein Spieler sich verändert hat. Genau, und das sind eben die Sachen, die wir hier jetzt setzen müssen. Und standardmäßig ist eben keiner der Spieler an der Reihe. Also wir werden später im Composition Root eben zwei Objekte von dieser Spieler-View-Model-Klasse erstellen, jeweils für einen Spieler 1. Und was wir dann eben noch im Spielablauf machen müssen, ist, dass wir ist an der Reihe eben auf True und False richtig setzen, wenn der entsprechende Spieler tatsächlich an der Reihe ist. Und eigentlich kann man sich, wie eben gerade schon gesagt, überlegen, kann man diese Spielablaufsachen nicht mit in den Core ziehen? Das kann man vielleicht machen, das müsste man eben erstmal sich genauer anschauen und gucken, wie sich der Code verhält. Ich würde das aber, da wir hier ja im WPF-Client dem Hollywood-Prinzip unterlegen, also wir zeigen ja im UI-Thread ständig die Oberfläche neu, und damit sind wir eben auch an ein paar gewisse Konventionen gebunden, und das könnte eben dazu führen, dass der Code, der für den Spielablauf notwendig ist, etwas anders ist als beispielsweise der für eine Konsolenapplikation, wo man ja wirklich rein prozedural theoretisch programmieren kann. Und deswegen lasse ich diesen Code erstmal im User Interface. Was ich aber jetzt machen werde, das ist ja der Punkt, den ich hier haben wollte, ist, dass ich dieses Spieler-View-Model jetzt tatsächlich großartigerweise testen kann. Nämlich
Im Prinzip muss ich eigentlich bloß diese Ist-an-der-Reihe-Eigenschaft testen, dass die so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber man kann sich hier jetzt eben noch vorstellen, dass im View-Model vielleicht etwas stärker geguckt wird, ob das Ganze funktioniert. Und wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Ich mache jetzt ein neues Projekt, gehe ich wieder auf Test und mache ein Unit-Test-Project und nenne das Ganze eben 4gewinnt.wpf-client.tests. Und ich setze hier Referenzen auf Core und auf den Client, damit ich dessen Klassen eben nutzen kann in meinen Tests. Und was ich hier mache, ist jetzt eben das Spieler View Model Tests. Und hier kann ich dann eben meine Testmethoden reinschreiben, wie zum Beispiel im Prinzip würde ich jetzt anfangen mit View Model Git Benachrichtigung, wenn Wert geändert wird. Also im Prinzip, damit man es vielleicht noch etwas genauer, wenn ist an der Reihe geändert wird. So. Das heißt, ich erstelle mir eben jetzt mal mein Test-Target, ein new Spieler-View-Model. Dem muss ich natürlich einen Spieler mitgeben. Und man sieht ja schon, ich benutze eigentlich keine sinnvollen Werte, aber das soll eigentlich bloß ausdrücken, dass mir das vollkommen egal ist, welche Werte das hat. Das ist nichts, was ich in diesem Test hier nutzen möchte. So, und dann sage ich eben, das ist an der Reihe gleich ist gleich nicht Test-Target ist an der Reihe. Also ich drehe diesen boolschen Wert einfach bloß um. Und was ich jetzt annehmen möchte, ist eigentlich, dass dieses Event aufgerufen wurde von TestTarget. Das heißt, bevor ich diesen Act mache, werde ich mich tatsächlich hier mal registrieren mit auf dieses PropertyChangedEvent. Und hier mache ich mir jetzt tatsächlich eine anonyme Methode, in der ich jetzt Closure benutze, um einen Boolean zu setzen. Oder einen Count zu setzen. Und zwar nenne ich diesen Count Call Count plus plus. Den erhöhe ich einfach. Und ich mache hier kein Feld, sondern tatsächlich eine Variable. Der Call Count muss eben gleich 0 sein und wird hier erhöht. Und ganz am Ende beim Assert nehme ich jetzt eben an, dass der Call-Count gleich 1 ist. So, und dann kann man hier diesen Test jetzt eben laufen lassen und der sollte normalerweise auch gleich grün werden. Genau. Man sieht, alle 17 Tests sind jetzt grün. Und damit ich sicher gehe, dass ich hier auch nichts falsch geschrieben habe, gehe ich noch einmal ins View-Model zurück und sage hier eben, dass ich diese Sache auskommentiere und damit sollte jetzt mein Test auf jeden Fall rot werden. Und das ist ja auch eben der Fall, weil eben der Call Count gleich 0 ist und nicht gleich 1. Eben weil wir diesen Event Property Change nicht auslösen, wenn ist an der Reihe eben geändert wird. Nehmen wir das aber wieder mit rein, dann ist unser Test grün. Ehrlich gesagt ist es jetzt hier zwar die einfachste Möglichkeit, das auszudrücken. Im echten Leben würde ich es aber nicht so machen. Vielleicht komme ich in einem späteren Video da auch nochmal dazu, indem ich vielleicht einfach bloß mal den Testcode refactor und nach Maßstäben aufbaue, so wie ich mir das vorstelle.
Aber im Prinzip ist das hier die einfachste Möglichkeit, mit der ich eben feststellen kann, ob hier Property Changed richtig ausgelöst wurde. Und genau, damit sind wir eigentlich schon beim Ende für die Spieler-View-Model-Tests, weil diese Klasse im Prinzip eigentlich sonst gar keine Logik großartig enthält. Ich meine, der Rest, den hier das Spieler-View tatsächlich bindet, sind eben Sachen, die über die Spielerklasse kommen, wie zum Beispiel die Spielerfarbe oder eben auf die Spielsteine. Und ansonsten brauchen wir diese Sachen nur für die Border, wo wir eben auf die Ist an der Reihe Eigenschaft gehen. Okay. Dann werde ich aber auch noch eben die Converter, die ich hier noch mit im letzten Video erstellt habe, testen. Nämlich diesen Ist an der Reihe Converter. Das heißt, ich erstelle mir in diesem Testprojekt eine neue Klasse, die da heißt Ist an der Reihe zu Brush Converter Tests. Das sollte ich noch mit dazu nehmen. Das ist natürlich eine Test Class. Und so. Hier können wir dann eben eine Testmethode erstellen. Die da eben heißt Converter gibt transparenten Brush zurück, wenn Wert falsch ist. Das heißt, ich erstelle mir diesen Converter. Okay, damit das funktioniert, muss ich mir noch eine Referenz auf die Presentation Core und Presentation Framework nehmen. Das sind die beiden Assemblies, in denen WPF liegt. Da ist nämlich auch dieses Interface definiert, dieses iValueConverter-Interface. Und hier erstelle ich mir jetzt eben das Test-Target und rufe dann mal Test-Target-Convert auf mit Value null null null. Und eigentlich möchte ich hier eben false geben. Das will ich nicht. So. Und hier möchte ich gerne das Result haben, also den Rückgabewert. Und dann nehme ich eben an, r equal, das von result. Achso, ich kriege hier ein Objekt zurück. Das möchte ich mir mal bitte sofort in einen Solid Color Brush casten lassen. Windows Base brauchen wir auch noch. Sehe ich gerade Windows Base. Diese Assembly gehört auch mit zur WPF. So, jetzt können wir nämlich in Solid Color Brushes hier unten in unserem Testprojekt casten. Und wir können jetzt eben annehmen, dass colors.transparent hier dahinter steckt und result eben gleich color. Man kann das ja auch an brush nehmen. Das ist ein bisschen besser. Eben dieser Brush, der da zurückgegeben wird, dieser Pinsel soll bitte mit der Color transparent zeichnen. Und dann können wir hier natürlich auch diesen Test laufen lassen. Der wird auch grün. Und dann haben wir noch eine Testmethode, dass der eben Converter gibt Silber oder Silber. Und ein Silber Brush zurück, wenn Wert True ist.
Und im Prinzip kann ich hier wieder dasselbe machen. Das heißt, ich mache mir wieder eine Test-Initialize-Methode. Void Test-Initialize. Und hier gebe ich jetzt eben dann ist an der Reihe zu Brush Converter, das ist das Test-Target an. Und im Prinzip werde ich jetzt eben dieses Test-Target hier in der Test-Initialize-Methode setzen. So. Nun können wir uns diesen Aufruf sparen. Wir machen stattdessen das. Und hier unten. Wir können uns sogar das noch mit dazu nehmen. Also private brush solid color brush resulting brush. Auch das können. Naja, obwohl, Entschuldigung, das kann ich nicht machen. Das ist falsch. Das muss ich hier schon so machen, denn der Aufruf hat ja unterschiedliche Parameter. Hier möchte ich ja als true zurückgeben. Und dann sage ich hier eben assert r equal colors.silver und brush.color. Dann gucken wir mal, ob diese Testmethode auch funktioniert. Und jetzt habe ich einen Fehler. Warum habe ich einen Fehler? Ach ja, das ist natürlich klar, wenn Test Initialize nicht aufgerufen wird. Wir müssen natürlich das Test Initialize Attribut hier drüber setzen. Und wir sehen, jetzt werden beide grün. Also man kriegt eben durch Unit-Tests ein sehr schnelles Feedback, ob der Code, den man da geschrieben hat, auch genau das tut, was man macht. Und es hilft einem wirklich, dass man die Fehlerrate runterkriegt. Und ich werde noch schnell auch die Tests machen für den anderen Converter. Das ist der Farb-Converter. Und hier sieht man, wird man in für die Farb-Converter-Tests, da wird man sehen, dass hier eigentlich im Prinzip die gleiche Implementierung vorkommt, die man dann auch in der tatsächlichen Klasse sieht. Und das ist nicht schlimm. Also es kann durchaus sein, dass man eben, um die Tests richtig zu schreiben, eine Implementierung vorgeben muss und dann oder in den Tests selbst schon steht, wie derselbe Code wie in der Produktivklasse. Aber schauen wir es uns einfach mal am Beispiel an. Ich mache eine Testmethode, in der es einen Farbconverter gibt, Brush zurück mit entsprechenden RGB Color so. Und hier erstellen wir uns jetzt eben das Test-Target, das ist eben unser Farbkonverter und wir erstellen uns natürlich eine Farbe, die wir hier uns so erstellen. Nehmen wir mal hier, was weiß ich, 255, 128, 0. Und was wir jetzt natürlich machen, ist, dass wir hier TestTargetConvert aufrufen mit dieser Farbe. Und die restlichen Parameter können wir auf Null setzen, die sind für uns nicht wichtig. Die gibt uns bloß das WPF-Framework mit, wenn dieser Converter aufgerufen wird. Und am Ende wollen wir eben, dass wir, ich mach's mal auf Deutsch, dass die erwartete Farbe eben eine neue Color jetzt ist. Oder im Prinzip eigentlich Color from RGB, so wie wir es in der Implementierung auch machen. Und wir geben hier eben Farbe
Rot, Farbe Grün und Farbe Blau mit rüber. Und dann sagen wir Assert or Equal, die erwartete Farbe und Resulting Brush Color. Und natürlich sollte ich nicht vergessen zu casten Solid Color Brush, weil die Convert-Methode ja bloß ein Object zurückgibt. Okay, damit haben wir jetzt eben auch überprüft, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und wir sehen hier, wir haben hier noch ein paar Fehler. Rot, Grün, Blau. Und wir schauen mal, was hier passiert. Ein Fehler. Ja, ich rufe ja Get Hashcode auf, das ist ja ein Blödsinn. Ich hätte gerne Color. Und jetzt ist der Test auch grün. Und hier eben jetzt auch nochmal gezeigt, solange Sie keinen richtigen UI-Thread hochfahren müssen, und das haben wir ja nirgendwo hier in diesen Testmethoden, die ich gerade geschrieben habe, mache, ist eben dann auch das Testen von UI-Komponenten sehr, sehr viel einfacher. Was allerdings schwierig wird, ist, wenn wir jetzt hier tatsächlich in einem automatisierten Test die Spieler-View hoch, also wirklich instanzieren möchten und die soll sich auch rendern und so weiter. Dazu müsste man eben den kompletten UI-Thread hochziehen mit einer View, Entschuldigung, mit dem Dispatcher und allem, was dazugehört. Und genau diesen großen Aufwand müssen wir eigentlich nicht betreiben, wenn man das Model View, View Model Pattern ordentlich anwendet. Und damit sind wir auch schon am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!